Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Genau so funktioniert Tennis nicht. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir schwitzen rüber und let's rock. Willkommen. Jetzt weiß ich, wer Deadpool wirklich ist. In unserem Pit. Oh, weh. Ja, ich glaube, so steckt jeder aus dem Flugzeug aus. Direkt aufs Trampolin und wieder zurückgeschossen. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem Picknickbaum. Die fliegen mit dem Flugzeug picknicken? Ganz interessante Welt hier. Es ist der einzige Baum hier. Australien hat nur einen Baum. Boah. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Wir brauchen alle Wasser. Was war denn das jetzt? Also nicht verschwendet. Einfach von oben runter wie so eine Spinne. Wasser. Wir brauchen alle Wasser. Einfach von Peppers Wasser, ich glaube mit der Nase. Erfrischend kühl. Ich glaube, dafür war das Wasser nicht gedacht. Ja, und nu? Papa, du sollst damit rumspritzen und nicht trinken. Einmal zweideutig denken und es ist geiler. Du sollst damit rumspritzen. Jetzt machen wir ein australisches, schönes, traditionelles, australisches, traditionelles, schönes Picknick. Sollen. Ja, genau so sage ich das auch immer, wenn ich Australier wäre. Wir Holz für das Lagerfeuer sammeln. Ist ja nicht schon warm genug dort, na, da mache ich noch ein Lagerfeuer. Oh, ja, siehst du, es entzündet sich sogar von allein. Hä, warum gehen dann die Stöcker nicht an, wenn sie auf dem Boden liegen? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. So funktioniert mein Gas auch. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu einen Gasgrill. Der ist gut. Ein Gasgrill. Außer Picknicken, wir zu Hause. Ich mach das nicht so. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Ich hab mich niemand gehört. Ach, du, die sind tot. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Das schmeckt bestimmt lecker. Alle lieben Maiskolben. Ja, vor allem Blackkolben. Ich dachte, der steckt sich jetzt in den Arsch, Alter. Das sind Kohlekolben, Alter. Damit kannst du... Jetzt könnte Kohle Bett was machen. Spielen. Ich hab einen Cricketschläger. Ob wir Cricket spielen? Ich hätte gedacht, das spielt man anders. Aber gut, man lernt immer wieder dazu. Kicket. Kicket. Oh, interessanter Ball. Ist ja wie ein Boomerang. Ein Boomerball. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mehr nicht älschner. Sass. Genauso hätte ich das Spiel jetzt auch erklärt. Ganz genau in dieser Weise. Weil wenn man nichts versteht, hat man halt nichts verstanden. Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Man schlägt den Schläger mit dem Schläger. Genauso funktioniert Tennis nämlich auch. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Ach so. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Wer spielt denn so Cricket mal wirklich? Schorsch ist raus. Wie jetzt, Schorsch? Hab ich was verpasst? Wie jetzt? Scheiße, ich ein, Alter. Du bist dran, Peppa. Boah. Wie kommt Mama Wutz jetzt dahin? Schorsch ist... Ich schmeiß einen Schläger hinterher, Otto. Raus. Wie, Schorsch ist raus. Guter Sch... Alle bauen Scheiße und Schorsch fliegt immer raus. Black Pepper. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum und... Oh, weh. Junge, ganz interessanter Schläger. Das Geschläger, das ist ein Schwert, Junge. Und das Schwert ist nun mal scharf. Oh. Gut, Pepper. Jetzt gibt's keinen Baum mehr in Australien. Damit war's das wohl. Oh, was, weh. Pepper Hobbits hat den einzigen Baum in Australien gefällt. Anzeige ist raus. Super. Ach, das war's. Schade. Das war geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. Dies sind Farbe für mich. Und bin damit raus.